Heute geht auf die Kirmes und mir fällt gerade auf, ich habe die geilsten Schlüpfen überhaupt. Wir sehen uns einfach auf dem Kirmesplatz. So, wir sind angekommen in Schwelm nach einem langen Rumgefahren für ein Parkplatz zu suchen. Auf jeden Fall, was es auf jeden Fall schon mal gibt, ist Parkplatzmangel, definitiv. Alle Parker sind gesperrt, weil die Straßen logischerweise die ganzen Fahrzeuge von den Schaffnern stehen. Also Parkplätze ist echt hier unangenehm zu finden. Jetzt stehen wir irgendwie, wo stehen wir eigentlich? Kreisverwaltung. Kreisverwaltung in Schwelm. Hoffen wir, soll jetzt nicht abgeschleppt werden, aber ich glaube ja nicht. Ab 16 Uhr Parkscheibe, wer einen Parkplatz sucht hier, könnt ihr auf jeden Fall hingehen. Wenn ihr das Knallen hört, ich glaube, die Kirmes ist jetzt offiziell eröffnet und die ersten gucken hier dämlich an. Er rennt in der Kamera durch die Gegend und redet mit sich selber. Ich sag mal bis später und dann schauen wir mal, was hier alles so steht. Da wir doch noch ein Stückchen Weg vor uns haben, kann ich ja schon mal erzählen, was hier alles steht. Auf jeden Fall haben wir hier den Hutejumper stehen, den Rocket von Hartmann, den ich gefühlt glaube, seit Karneval nicht mehr gesehen habe. Auf der Karnevalskirmes, seitdem haben wir gar nicht mehr gesehen. Hero steht hier. Und dann steht hier noch ein Riesenrad, Go steht hier, das 9D-Kino. Wir haben auch einen Scheibenwischer, ich glaube den Crazy-Server. Was auch sehr interessant ist, was mich jetzt mal interessiert gleich ist, hier auf dem Bekörner gibt es, glaube ich, keinen Breakdancer diesmal, laut Geschickung. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Leute gleich aufteilen, auf welchen Fahrgeschäften. In Wermelskirchen hatten wir keinen, oder sind alle zum Heroes gerannt. Auch verdient natürlich, aber da bin ich gleich mal gespannt, wo die alle hinrennen und wie der zweite kommt ist, ohne Breakdancer. Ob man was spürt oder schauen wir einfach mal. Einmal bis später. Fahrt des Tages haben wir hinter uns, wir waren also Voodoo-Jumper. Für mich das erste Mal und ich muss einfach sagen, Hammer. Wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Und jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter, stehen wir gerade im Kristallpalast, wo es tierisch voll ist. Aber auf jeden Fall kann man sagen, die Firma ist echt gut besucht dafür, dass die erst 3 Stunden aufwarten. Nur ich finde es sehr eng gebaut halt, nicht viel Platz, aber trotzdem eine schöne kleine Kirmes. Halb in der Innenstadt, halb auf dem Platz und dann gucken wir mal, was uns das doch so erwartet, was wir gleich nochmal fahren und dann sehen wir uns einfach nochmal später. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen empfehlen, fahrt mal Voodoo Jumper. Mich auch jetzt mehr begeistert. Ich bin echt mit Skepsis drauf gegangen, aber doch für Leute, die sich nicht schnell drehen können, können trotzdem mitfahren, weil so oft spinnen sich die Gondeln gar nicht, wie ich gedacht habe, wie ich mal bei anderen Leuten gewinnen habe. Von daher echt eine geile Fahrt gewesen. Na, schauen wir mal weiter. So, wir waren gerade auf dem großen Platz, wo der Autoscooter von Schmidt steht. Da steht auch noch Hero, so ein paar Blumengeschäften. Da habe ich mich kurz mit Mitarbeiter von Schmidt unterhalten, weil er mich mal bei Instagram gefragt hat, ob ich nicht mal Lust habe, eine Runde vorbeizukommen. Und dann waren wir gerade da, haben kurz ein bisschen geredet, die Off-Rides gemacht, ein paar Aufnahmen gemacht. Jetzt sind wir auf einem richtigen Musik-Express, wie ich von hier aus richtig sehe. Ich finde das richtig gut, die Eisparty aufgebaut, weil die Geschäfte stehen so in den Straßen drin. Jetzt sind so auf dem großen, sind zwei größere Plätze, da war man dran. Aber zum Musik-Express ist echt cool gemacht. Also ich finde das echt toll. Die Atmosphäre finde ich super. Ist ja auch ein kleines Heimatfest. Ne? Von daher
gucken, was wir so machen. Wie gesagt, wir sind ja noch wohl im Musikexpress, denken mal, sollen wir ein paar Aufnahmen machen und dann irgendwas essen, Kleinigkeiten und wieder weg. Aber wie gesagt, ich kann euch das echt hier empfehlen. Echt süß gemacht, ne? Echt süß, die Straßen, sieht echt schön hier aus. Ich denke mal, abends ist das echt so Mini-Las Vegas quasi. Aber kann man echt mal hier hinfahren. Außer wie die Parkmöglichkeiten, die sind echt mau. Aber darüber kann man auch mal hinwechseln. Ne? Also, bis später. Wir haben unsere Runde fertig. Wir sind wieder, wenn man den Donald sieht, am Riesenrad. Wir sind komplett runtergegangen, eigentlich ist, wie gesagt, echt eine coole Kirmes, also ein Heimatfest, man hat echt die Straßen geschlendert und so. Und er hat zwei große Plätze halt, wo das Riesenrad steht, wo das Jump for Rocket und da unten halt, wo der Schmidt steht in den Heroes und Ghosts, also ich finde das echt cool. Meine Freundin holt sich jetzt noch einen Döner hier hinter uns, die Dönerbude, wenn ihr schwärmen seid, ist hier, ich habe gerade vom Döner, das Fleisch ist der Hammer, das schmeckt echt very, very good. Und andere Schausteller schauen mich wieder an, ob ich vom Mond komme. Und dann melden wir vielleicht nochmal, wenn wir losfahren und dann schauen wir einfach mal noch, was wir heute machen. Aber ich denke mal, die Kirmes ist gleich vorbei für uns. So, einfach mal Blick auf die Kamera. Und dann werden wir später dann einfach nach Hause fahren. Ich denke mal, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Da wir einfach am Sonntag bei der FKF sind, da kommt ein großer Vlog. Da kann man auf jeden Fall mit rechnen. Da sind noch 12 Stunden unterwegs. Da ist auch noch Moritz, Jonas ist da, Ben ist da. Also die sind alle da. Von daher sagen wir einfach mal bis später. Dann melden wir uns gleich mal, bevor wir fahren. Wir fahren nach Hause und falls jemand von euch mal einen Parkplatz sucht, Kreisverwaltung oben kann man anscheinend parken. Hier parken sie alle komischerweise, auch wenn vorne steht, quasi auf eigene Gefahr. Oder auf jeden Fall hat das Ding 3 Parkplätze, kann man auf jeden Fall gut empfehlen. Und dann ja, danke ich mir fürs Zuschauen. Achso, was ich eigentlich noch sagen wollte zu dem Thema, hier steht kein Breakdancer. Der Voodoo-Jumper, die rennen alle zum Voodoo-Jumper, das Ding ist mega voll, überfüllt, überlappt, da stehen sie alle. Ist auch verdient eigentlich, weil ich finde das Geschäft echt cool. Ich bin damit heute mal gefahren, das allererste Mal. Ich werde bald noch den Big Spin fahren und alles. Von daher, also ich vermisse hier keinen Breakdancer, ne? Wie auf anderen Kirmes, zum Beispiel Wärmeskirchen habe ich vermisst, aber hier zum Beispiel vermisst man gar nicht. Das verläuft dich quasi hier mit den anderen Fahrgeschäften. Und von daher danke fürs Zuschauen und einfach bis nächste Mal.